Vielen Dank, Frau Kollegin Golze. Jetzt für die Fraktion oder käme für die Fraktion der FDP Frau Kollegin Miriam Gruß, und sie hat ihre Rede zu Protokoll gegeben, sodass die nächste Rednerin, unsere Kollegin Katja Dörner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne ist. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Debatte bis zu diesem Zeitpunkt hat schon völlig klar gemacht, wir stehen weiterhin vor sehr großen Herausforderungen, was den Kita-Ausbau angeht. In rund 2 Jahren soll der Rechtsanspruch in Kraft treten. Das steht so im Gesetz und daran darf auch auf keinen Fall gerüttelt werden. Ich glaube, da sind wir uns wieder an der Stelle durchaus auch einig. Aber trotzdem müssen wir es immer wieder betonen, weil der Rechtsanspruch von der einen oder anderen Seite ja durchaus zurzeit in Frage gestellt wird. Wenn wir alleine davon ausgehen, was die Bundesregierung an Schätzungen vorgelegt hat und worauf auch ihre Finanzierungsvereinbarungen basieren, nämlich ein Bedarf von 35%, dann müssen wir in diesen knappen 2 Jahren tatsächlich rund 280.000 zusätzliche Kita-Plätze schaffen. Die Ministerin selbst hat im vergangenen Herbst gesagt, der Ausbau der Kinderbetreuung muss weiter an Dynamik gewinnen. Und leider können wir diese Dynamik in den letzten Wochen und Monaten, so wie wir sie bräuchten, nicht feststellen. Und wenn wir die Sache realistisch angehen, und das sollte man, und den Bedarf auch wirklich realistisch einschätzen, wie es das DJI schon getan hat, die Zahlen sind ja auch schon genannt worden, dann ist es völlig offenkundig, dass wir mit 35% vorne und hinten nicht zurechtkommen werden, sondern wir müssen tatsächlich eher von durchschnittlich 39% ausgehen. Und das wären dann tatsächlich schon rund 360.000 zusätzliche Plätze, die wir in diesen verbleibenden 2 Jahren noch schaffen müssten. Und da klafft dann doch eine riesige Lücke, da klafft auf eine riesige Finanzierungslücke, und damit werden die, vor allem eben die Kommunen, einfach im Regen stehen gelassen. Wir Grünen haben schon im letzten Jahr einen Antrag gestellt und die Bundesregierung aufgefordert, endlich eine solide Bedarfserhebung zu machen und auf der Grundlage von einer derartigen soliden Bedarfserhebung auch eine vernünftige Finanzierungsvereinbarung zu machen. Und für diese Finanzierungsvereinbarung muss man tatsächlich alle wieder an einen Tisch holen. Wir brauchen Bund, Länder und Kommunen. Das haben wir in unserem Antrag nicht Krippengipfel genannt, wie die SPD das tut, aber das Anliegen war durchaus dasselbe. Dieser Antrag ist vor einigen Monaten im Dezember, glaube ich, abgelehnt worden. Wertvolle Zeit ist vertan worden, die wir eigentlich gut hätten brauchen können, um endlich vernünftig zu planen. Beim Kita-Ausbau haben wenige sich mit Ruhm bekleckert, das kann man, glaube ich, so sagen. Die Bundesregierung macht immer weiter Vogel-Strauß-Politik, steckt den Kopf in den Sand, geht weiter von 35% Bedarf aus, obwohl wir wissen, dass das nicht realistisch ist. Wenn man mehr Plätze braucht, tja, dann haben die anderen eben Pech. Es gibt kein zusätzliches Geld, das darf auf keinen Fall so weitergehen. Aber auch die Länder, ich komme zu NRW, Herr Kühs, das ist ein wunderbares Stichwort. Die Ministerin selbst hat gesagt, was die Länder mit dem Anteil machen, den sie über die Umverteilung der Umsatzsteuerpunkte tatsächlich machen, hat die Ministerin gesagt, das ist eine Blackbox. Ich kann Ihnen sagen, was die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, bevor sie zum Glück abgewählt worden ist. Sie hat nämlich tatsächlich 70 Millionen Euro über die Umsatzsteuerpunkteverteilung, die eigentlich exakt für die Kitas gedacht werden, und zwar für die Personalfinanzierung in den Kitas, hat sie einfach im Landeshaushalt versinken lassen. Das Geld ist weg, das wurde den Kitas, den Kommunen entzogen. Das war schwarz-gelb, das hat Rot-Grün in den Ländern zum Glück beendet. Aber auch andere Länder machen das immer noch so weiter, und auch das muss ein Ende haben. Und als Letztes will ich auch sagen, auch die Kommunen muss man daran erinnern, dass seit 1992 im KJHG tatsächlich verankert ist, dass Plätze nach Bedarf geschaffen werden sollen. Ja, die sind aber nicht da. Auch die Kommunen hatten offensichtlich in den letzten 20 Jahren zumindest zum Teil andere Prioritäten, als in den Kita-Ausbau zu investieren. Es ist schon mehrfach angesprochen worden, natürlich wollen wir auch über Qualität sprechen. Wir müssen über Qualität sprechen. Wir wollen unbedingt die Fachkraft-Kind-Relation verbessern. Wir wollen mehr Sprachförderung. Wir wollen aber beispielsweise auch das große Thema Inklusion, also mehr Kinder mit Behinderung, die Möglichkeit geben, in die Regeleinrichtungen zu gehen. Das alles müssen die Kitas leisten. Und da werden wir auch nicht mit den derzeitigen Regelungen auf der Ebene, insbesondere des Bundes, klarkommen.
Wir machen deshalb am Samstag in einer Woche einen eigenen grünen Kita-Gipfel. Da sind Sie alle sehr herzlich zu eingeladen, wo wir umfangreich besprechen werden, nicht nur was den qualitativen Ausbau angeht, sondern eben auch was den quantitativen Ausbau angeht. Wir haben gelernt, auf diese Bundesregierung kann man nicht bauen, da kann man nicht darauf warten, dass sie tatsächlich was machen. Deshalb machen wir das selber. Wie gesagt, Sie sind alle herzlich eingeladen und ich hoffe doch sehr, dass wir zu besseren Regelungen für die Kitas kommen und tatsächlich es schaffen, einen quantitativen Ausbau bis 2013 hinzubekommen, aber eben auch deutlich mehr für die Qualität zu tun. Das sind wir den Eltern und das sind wir insbesondere den Kindern auch schuldig. Vielen Dank.